Ich muss heute wieder einkaufen, aber ich habe keine Lust zu laufen. Ich nehme dann unseren Wagen, Herbert. Das würde ich dir gönnen, aber das wird nichts mit dem Wagen. Da kackt doch seit gestern stets der Motor ab. Und ich kann erst am Montag zur Werkstatt. Stimmt, da war ja was. Na, dann fahre ich mit dem Bus. Bis später. Guten Tag, Fahrkarten bitte. Das sind Sie aber bei mir falsch. Wenn Sie eine Fahrkarte haben möchten, müssen Sie nach vorne zum Fahrer gehen. Ich kann Ihnen aber eine Tüte mit Nüssen geben. Warum wollen Sie mir denn Nüsse geben? Na, also ursprünglich war es ja nur Schokolade, aber ich konnte nur die Schokolade lutschen. Die Nüsse waren zu hart, die konnte ich nicht zerbeißen. Also sowas ist mir noch nie untergekommen. Was sagt denn Ihr Mann zu so einem Verhalten? Ach Neige, du Schmerzensreiche, dein Antlitz gnädig meiner Not. Der Menschheit ganzer Jammer fasst mich an, mir kraut's vor dir. Ich gehe durch den Todesschlaf, zu Gott ein, als Soldat und brav. Du kannst so wolle nur. Labern Sie mich am frühen Morgen gefälligst nicht mit Schiller zu. Das war nicht Schiller, sondern Goethe. Goethe ist ja noch schlimmer. Aber was ist jetzt? Haben Sie eine Fahrkarte oder nicht? Ja, habe ich. Allerdings eine Kinderfahrkarte. Wieso das denn? Die ist bei Ihnen doch gar nicht gültig. Da können Sie mal sehen, wie lange ich schon auf den Bus gewartet habe. Endlich habe ich wieder Ruhe vor meiner Frau. Mein angetrautes Eheglück trägt die Haare immer offen. Leider sind es jedoch immer die Haare auf ihrem Rücken. Vor ein paar Tagen wollte sich Inge sogar mal bei DSDS im Fernsehen anmelden. Da habe ich zu ihr gesagt, dass DSDS den Superstar und nicht den grauen Star sucht. Ich habe mir gestern eine Doku über Kannibalismus angesehen. Nach der Doku habe ich mir gedacht, wenn Kannibalen meine Inge sehen würden, würden die einen Salat vorziehen. Den alten Saurier wollen selbst die nicht anknabbern. Hallo Herbert, da bin ich wieder. Ich musste noch mal zurückkommen. Hattest du wieder Sehnsucht nach mir? Nach dir? Ganz sicher nicht. Ich hatte mein Portemonnaie vergessen. Ach, vergessen ist ein prima Stichwort. Bevor ich es vergesse, dir zu sagen, vor 10 Minuten hat ein Mann vom Duisburger Sender für dich angerufen. Ich soll ausrichten, dass sein Kollege und er morgen Nachmittag vorbeikommen. Warum eigentlich? Was wollen die hier? Ah gut, dann weiß ich Bescheid. Die wollen eine Reportage über die coolste Oma von Schmidhorst drehen. Über die coolste Oma von Schmidhorst? Und was wollen die dann von dir? Außerdem, was ist das überhaupt für ein Hörfunksender, von dem die kommen? Nix Hörfunksender, Fernsehsender. Die kommen mit einer Kamera, da kannst du dann reingucken und sagen, was du willst. Dann werde ich sagen, liebe Frau Bundeskanzlerin, wir sind hier in Afghanistan. Holen Sie uns hier raus. Oder wenigstens mich, der alte Saurier neben mir, kann ruhig hierbleiben. Ja, das könnte dir so passen. Irgendwann höre nicht nur ich dir nicht mehr zu, sondern auch der Rest der Welt, wenn du so einen Quatsch erzählst. Dann erzähle ich einen Witz. Nicht schon wieder. Inge, kennst du den schon? Sagt eine Nonne zum Priester, kuscheln Sie bitte mit mir. Daraufhin sagt der Priester, das darf ich nicht. Streng genommen dürfte ich noch nicht einmal nackt auf Ihnen liegen. Du bist ein altes Schwein, Herbert. Den Witz kannst du erzählen, wenn du willst, dass der Sender keine guten Einschaltquoten mehr bekommen soll. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du wunderschöne Augen hast? Nein. Na, dann hat dich diesbezüglich auch noch nie jemand angelogen. Na, zumindest bin ich nicht so blöd wie du. Ich darf dich an vorgestern erinnern, als du mit verschränkten Armen aus der Küche zu mir kamst und meintest, wenn du errätst, wie viele Äpfel ich hinter meinem Rücken versteckt habe, schenke ich dir alle beide. Jetzt schnapp dir endlich dein Portemonnaie und sieh zu, dass du Land gewinnst. Wohin? Einkaufen. In unserer geschichtsträchtigen Stadt. Geschichtsträchtig? Ja, natürlich geschichtsträchtig. Überleg doch mal, was wir alles in Duisburg haben. Das Opernhaus, das Stadttheater, das alte Rathaus. Lidl. Ja, Lidl haben wir auch. Aber das ist nicht so geschichtsträchtig. Aber genau da kannst du jetzt hingehen zum Einkaufen. Mit dir macht man schon was mit. Na, zumindest laufe ich nicht so schnell Gefahr, Sachen zu verwechseln. So wie du. Erst Anfang der Woche hast du ja den Kochtopf mit dem Nachttopf verwechselt. Jetzt weiß ich auch, warum das Essen von dir immer so scheiße schmeckt.
Ah, Fritz, schön, dass du wieder da bist. Wir hatten uns doch gestern noch über so ein interessantes Thema unterhalten. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, Opa, kann ich. Hervorragend. Wo war ich denn gestern stehen geblieben? Das weiß ich noch. Vor dem Sexshop auf der Bahnhofstraße. Ich hab dich genau beobachtet.